Habt ihr gesehen? Was denn? Voll die Frechheit hier. Was denn? Da hinten, die einen Sachen kosten die Hälfte von den anderen Sachen, die aber total scheiße aussehen, die kosten weniger, ne? Ja. Oh. Ist doch meistens so, oder? Wahrscheinlich, ja. Ja, keine Ahnung. Na komm. Ja. Sollen wir mal weiter? Ja. Ich mag deinen Stil. Ja, danke. Wirkst du viel jünger damit? Findest du? Ja. Aber Sam in diesem Grün ist aber so ein bisschen, naja, ne? Hat schon so Ober-Vibes, oder? Ja, es geht. Findest du? Ja. Also meine Frau hat auch mal sowas getragen. Ach. Sollen wir oben mal gucken? Ja. Ich folge euch, ne? Willst du mit nach oben, Harper, oder müsstest du hier warten? Ich komm mit, als ob ich paar Treppen da nicht schaffe. Also jetzt tut mal nicht so. Ja. Ne? Jetzt noch? Mach langsam. Ja, ich bin ganz langsam. Guck mal, da ist auch was drin. Ja, ich guck mal mit. Ja, dann komm mal mit. Ja, ich brauch da nicht rein, ich guck mal hier. Mach. Ja, schönen guten Tag, junge Dame. Oh. Ah ja. Ja, das ist schon eher was für mich hier. Mahlzeit. Grüße. Schon was gefunden? Ja, ich guck gerade so ein bisschen durch, ne? Okay. Gibt's ja alles Mögliche hier. Unten gibt's ja ganz andere Sachen, ne? Unten gibt's noch andere Sachen. Ja, unten haben sie so ein bisschen andere Sachen, ne? Perfekt. Gut. Das ist mir egal. Ich halte mich ein bisschen schicker. Hose ist jetzt nicht das, was es sein sollte. Ja, ich brauche irgendwie noch vernünftige Kopfbedeckung, wissen Sie? Dann brennt einem sonst die Bude weg oben. Das kann ich verstehen. So ein bisschen Sonne und so, ne? Jo. Ja, Lesebrille habe ich auch im Flugzeug liegen lassen. Man wird ja auch nicht jünger, ne? Okay, das ist scheiße, wenn sie... Wenn ja, ich sehe aber noch so alles, junger Herr. Entschuldigung. Ich sehe ja noch alles soweit, ne? Oh, jetzt wird's langsam enger. Ja. Das ist doch alles sehen. Aber jetzt habe ich Hosenträger, jetzt geht's mir gut. Wie alt sind Sie denn, würde ich fragen? Ja, Junge, 71 bin ich. Oh, dafür sehen Sie doch noch gut aus. Ja, danke schön. Ja, Sie auch, wenn ich Sie so grob umrahmen sehen kann. Ja, ich bin ja auch noch jung. Wie jung sind Sie denn? Ich bin noch 28. Ach du... Das sind ja noch 8, als ich 28, das sage ich gar nicht. Ja, das könnte mein Opa sein. Kann ich Ihnen gar nicht erzählen, was ich gemacht habe, als ich 28 war, das sage ich Ihnen doch. Ich glaube, das will ich auch erstmal nicht wissen. 78, sage ich Ihnen, da steppte der Bär, aber überall noch. Gut, ich gehe da mal weiter, ne? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ebenfalls. Ne? Tschö. Ciao. Grüße. Grüße. Ja, wunderschön. Hier, schaut mal, ich habe was mit Hosenträger gefunden. Ui. Ja, jetzt rutscht die Hose nicht mehr. Das ist schon besser, mehr, ne? Oder? Ja. Ja, das ist schon drüben, da gibt's auch, da vorne gibt's auch Kleidung, andere, ne? Okay. Hört sich hier von Jimmy? Ja, auf jeden Fall viel besser. Ja, und jetzt? Also? Ja. Vernünftige Brillen hatten die da aber auch nicht. No. Wir finden schon was. Keine Angst. Ja, okay.
So, wie findet ihr das? Ja. Mal gucken. Oh, schick. Ich passe zu dir. Ja, ist nicht schlecht, oder? Ja, finde ich gut. Aber nicht so weit für dich dabei. Oh, ich weiß nicht. Andere Haarschnitt oder so? Die nerven mich da auch gerade. Ja. Muss ich mal in Ruhe machen. Ja, du brauchst. Du lässt dich immer so leicht ablenken. Wie in den Vorlesungen. Du bist da ein bisschen. Stimmt überhaupt nicht. Willst du gerade sagen, ich lüge oder was? Ja, nee. Lügen wäre, wenn du es nicht. Also, wenn du es besser wüsstest. Ja, aber. Was? Also. Eli? Ja. Nix. Das hast du so oft mit mir gemacht, jetzt darf ich das auch mal zurückmachen. Ja. Ja, gut. Aber gib mir mal dein Telefon. Hä? Ja. Genau, gib mal her. So. Ja. Ich speichere dir hier mal meine Telefonnummer ein. Warte mal. Wie speichere ich das denn hier? Jetzt kommt doch nicht mit so viel Technik. Komm mal hier. Nimm einfach. Habe ich schon für dich gemacht. Hast du schon? Okay. Ja. Ich bin vollkommen über. Komm mal, hier ist dieses Telefonbuch. Ja. Ja. Siehst du das da? Nö. Was denn jetzt hier? Du machst mich schon wieder völlig Eli. Du musst immer langsamer werden. Du bist immer so. Guck mal hier. Ah, zack. Ist das der Laden hier, wo ich hier krasse Klamotten kaufen kann? Sag mal, da, was haben sie im Angebot hier? Ja, ich habe jetzt hier das Tablet da auch. Telefon oder was ist das? Genau. Ist ja alles das Gleiche. Dann nimm das mal hier, genau. So. So, und jetzt? Und dann, guck mal hier. Wenn du. Nee. Du hast da keine Tasten, Halper. Du musst es mit dem Finger machen. Wie keine Tasten? Das ist ein Smartphone. Was ist denn das wieder für ein Ding, was die uns da angedreht haben? Naja. Die mich wieder auf den Tisch gezogen haben. Nein, die doch wieder. Nein, haben sie nicht. Dann drückst du mal hier drauf. Das sind die Kontakte. Ja. Genau. Was sagen sie? Würden mir so manche stehen? Hab ich das gerade schon eingespeichert. Ah ja. Siehst du das? Ja, ja, sehe ich. Ja, ja. Ah, super. Ich brauche eigentlich nichts. Okay. Gut, doch, ich könnte gucken. Ja, das wird schon klappen. Ich brauche 1, 2, 3 Wochen, bis das läuft mit dem Telefon. Ja, das wird schon. Schaffst das? Dann entspann dich mal. Ist der Schnürsenkel offen, was ist da los? Nö, einfach mal ein bisschen locker, ne? Und so. Ach so, oh, na klar. Muss ja auch mal sein. Runter. Ich danke. Schicker Rock, Sam. Dankeschön. Bin auch nicht schlecht. Ich finde so ein bisschen mit dem Oberteil von dem Grünen, ne? Ich finde, das grüne Oberteil könnte dann auch meine Frau tragen können. Nee. Schau mal, hier ist eine Bank. Okay. Oh. Guck mal, hier ist eine Bank. Kann man sich so hinsetzen. Hallo! Ah ja! Und? Und? Ah ja! Ja, geben Sie mir mal so einen Flyer. Jetzt. Ja. Ach so ein Scheiß! Was habe ich denn jetzt gemacht? Hilf mir mal, ich habe jetzt irgendwie ein Konto eröffnet und habe schon ein Konto, jetzt habe ich zwei Konten. Ja, das ist alles gut. Dann benutzt du das eine einfach nicht. Komm mal mit. Ja, okay. Wir gehen mal in den Gerd oder mal. Sie haben den Zugang auf jeden Fall. Ja. Müsst aber. Genau. Und dann musst du dir halt eins aussuchen, Haber. Ja, aber welches nehme ich denn jetzt? Das neue oder das alte? Weiß nicht. Hast du auf einem von den beiden Konten schon Geld drauf? Ja, woher soll ich das denn wissen? Na, indem du guckst. Ach so, 0. Oh, da habe ich so Geld drauf. Ja, dann benutzt du halt das und das andere benutzt du halt erstmal nicht. Das kannst du ja irgendwie mal was drauf machen, wenn du was sparen möchtest oder so. Ja, sparen, dann zahle ich erstmal ein bisschen ein. Oh, jetzt habe ich aber kein Geld mehr dabei, das ist blöd, oder? Das ist ein bisschen doof, ja. Ja, dann nehme ich wieder Geld runter. Ich nehme gleich die Summe wieder runter, die ich eingezahlt habe. Ach, guck mal, das funktioniert ja super hier mit der Technik. Früher war immer so eine Person, die musste einem das aushändigen, denn das hat vorgezählt. Ja. So $5, $10... $15, $25, $35, $40, $45, $50, $55. Ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Und wenn man nur $20 abgehoben hat, oder? Ja, hat okay. In einer Schritt hat die das erzählt. Ja, ja, das war eine ganz nette. Die, wie hieß sie denn noch? Evelyn, ja. Ja, der automatisch schon schneller, oder?
Naja, wenn ich jetzt nicht zwei Konten hätte, ne, ich muss eigentlich, kann ich eins wieder nicht machen. Also das eine, was ich jetzt gemacht habe. Warte, weiß ich nicht, muss man den Herrn da vorne fragen. Ja, der hat das gesagt, der nimmt das sofort und löst das auf. Okay. So. Sollen wir mal irgendwie gucken, ob wir ein Hotel finden oder so, wo ich schlafen kann? Wie jetzt schlafen? Ist doch noch früh am Tag. Ja. Ich hab eigentlich von zu Hause was gebucht. Wartet mal. Stories. Hab ich so eine Buchungsbenachrichtigung hier? Ja, hab ich. Vielen Dank für die Zimmerbuchung in Crestenburg. Ja, so hieß das, stimmt. Wir finden unser Hotel in der Mount Hahn Road, Bay Tree Canyon Road. Was ist denn das hier alles? Unbekannt von unbekannt? Was? Gudrun? Wer ist denn Gudrun? Das ist das Benachrichtigungssystem von dem Anbieter hier, Harper. Ach so, nicht, dass ich da so ein Fickelkram irgendwie drauf habe. Nein. Was ist das hier? Vielen Dank für Ihre Zimmerbuchung. Ja, genau, das ist das Hotel, was ich gebucht habe. Ah ja. Was ist denn das Hotel? Mit dem Öffnen dieser SMS wurde Ihnen unser Standort offen. Komme ich denn jetzt hier zurück? Ich kann hier überall klicken, wo ich will, und es passiert nichts. Diese blöde Dings da hier. Ja, Harper. Überall mit meinem Finger hin und dann passiert da nichts. Früher war alles besser, als es Tasten hatte. Nimmst du? Ah ja, was ist das denn hier? Was ist denn eine Gudrun-Senden? Ja, hallo? Wie gesagt, das ist so eine Nachricht. Was passiert da? Jetzt hast du mir, glaube ich, eine Nachricht geschickt. Okay. Guck mal hier. Ja. Kann ich sogar darauf antworten. Ach, guck mal, das klingelt hier so komisch. Ja. Das ist die Taube im Gebäude. Nee, das war dein Telefon, Harper. Wieso macht mein, warum ist mein Telefon eine Taube? Ach, Harper, ich brauche auch noch deine Telefonnummer. Ja. Ja, irgendwie. Ja, machen wir. Warte mal, hier Einstellung. Was kann ich? Ach, hier ist meine Telefonnummer. Kann ich damit was machen? Die kannst du mal Sam geben. Ja. Ja, würde ich ja gerne. Warte mal. Ich krieg das gleich hin. Lass mich mal eben hier technikisieren, ja? Ich kann das. Irgendwie. Also. Kannst du mir auch einfach also sagen? Ja, warte. Da muss ich ablesen. Moment. Meine Brille nicht auf. Ich glaube, das ist eine 1. Ja. Ich glaube, dann kommt eine 3 und nochmal eine 3. 1, 3, 3. Ja, dann kommt eine 2. 2. Das ist eine 6, Eli, oder? Ja, ich glaube, das ist eine 6, oder? Ja, warte mal. Ja, das ist eine 6. 1, 3, 3, 2, 6, 1, 6. Ja, sage ich doch eine 6. 2, 6, 1, 6, okay. 1, 3, 3 scheint die Vorwahl zu sein. Ja, oder? Ja. Oha, jetzt habe ich hier aber was anderes aufgemacht. Ei. Jetzt ist irgendwas Großes hier mit City of Los Santos. Hilfe! Was ist denn hier dieses Symbol mit dem Kreis fast und einer Strich in der Mitte? Kann ich das Handy damit ausmachen? Ja, genau. Ah ja, das kann man auch komplett ausmachen. Das ist ja schön, da habe ich ja meine Ruhe. Was ist denn das L? Oh, ist das hell. Oh mein Gott, meine Augen! Live Invader. Ich habe keine Ahnung, ich bin vollkommen hier. Warum ist das immer so ein neues technisches Kram hier alle? Weiß nicht, sieht nach Social Media aus. Ja. Ah ja. Das machen wir später, Harper. So, wie kriege ich denn jetzt die Telefonnummer von Sam hier rein? Die Telefonnummer von Sam. Da, Kontakt hinzufügen. Ja. Telefonname Sam. Sonst wird das wieder zu lang. Telefonnummer bitte. 133? Ja. 5, 6. Was bitte? 5, 6. 5, 6. 4, 8. 4, 8. Kontakt speichern. Ja. Jetzt steht da Gudrun. Ah, nee, Sam. Ah, nee, jetzt steht da nur Sam und nicht Sam Forster. Was für ein Mist jetzt hier? Kontakt bearbeiten. Nee, Kontakt bearbeiten habe ich. Diese blöde. Was ist das denn hier? Aber das Handy hat keine Spracheingabe. Du musst da drauf drücken. Hallo, Handy. Nicht, hat's nicht. Okay. So, jetzt habe ich Eli und Sam Forster. Ja. Ja. Gut. Ja. Gut.
Zum Glück heißt du jetzt Forster, den Namen kann ich mir jetzt besser merken als dein vorheriger. Wie hieß der noch? Applebaum? Altman. Ja, sag ich doch. Applebaum. Ja, ist auch ein schönerer Name, oder? Find ja, sicher. Forster klingt besser. Ja. Aber ich finde das cool mit deinen Haaren hier zur Seite zusammengezimmert. Da. Das hat was. Lassen, das war jetzt irgendwie ziemlich. Bitte? Sag, ich werde mich dann nachher gleich nochmal braten lassen, weil da war es jetzt ziemlich voll. Du lässt dich braten? Ja? Gehst du ins Solarium oder was? Braten. Beraten, nicht braten. Ach so! Okay. Ja. Falsch verstanden. So, und jetzt? Hey, ich würde gerne wissen, wo das Hotel ist. Warte. Wie kriege ich das denn jetzt raus hier? Gott sei Dank ist Eli dabei als Technikverständiger hier. Ja, kein Stress. Sehe ich gestresst aus? Bisschen. Ja, ein bisschen schon. Oh no. Nö, ich bin nicht gestresst, bin ganz ruhig. Also, fast. Gibt's da drin was zu essen? Oh, ich weiß gar nicht. Sieht ein bisschen so aus, ne? War da nicht so ein Kiosk drin oder so? Ja. Ich guck mal eben, ob es da was zu essen ist. Ja. Ich brauche irgendwas in die Futterluke. Grüße. Hallo. Hallo. Alan, Essensladen, der Zigaretten verkauft. Geil. Zigaretten? Nee, dann finde ich nicht. Die kann ich doch noch nicht essen. Schmecken doch nicht. Das riecht ich aber trotzdem. Eine rauchen ist immer schön. Erstmal einen Taco. Ja, aber du kannst doch nicht essen den Taco. Also gut, es gibt Kautabak, ja, aber. Dann kannst du schon essen, aber ich weiß nicht. Ey, wie heißt die gar? Schokoladenzigaretten. Oh ja, oder Kaugummi-Zigaretten. Du musst doch nicht die aus dem Sitz vom Bus kauen. Die Kaugummis waren aber nicht schlecht, die noch unter dem Bus kleben, da, unter den Sitzen. Echt nicht? Hat die noch Geschmack? Ja, die hat noch so leichten Mintgeschmack. Ah, ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Hast du dich probiert? Nee. Ja, warum nicht? Echt? Weißt du nicht, wer den vorher irgendwie gekaut hat? Ach, der Busfahrer. Was soll denn da passieren? Der Busfahrer hat doch gesagt, das kann man ruhig mal kauen. Der Busfahrer hat uns vorhin fast weggetackelt. Weggetackelt? Okay. Ja, wir sind mit dem Auto an dem vorbeigefahren. Der ist so, das ist nicht so gut. Habt ihr da irgendwie Kippe, Football mit denen gespielt oder was? Was denn? Was denn? Ich hab eine Kippe für dich. Ich hab ja auch gerade geholt. Danke. Was ist so? Grüße! Scheiße, gib mir was mal meine Schachtel wieder. Grüße, sagte ich. Oh Gottes Willen. Wer grüßt wen? Ja. Was ist los? Was? Ja, hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ich meine Schachtel. Angenehm. Wollt ihr eigentlich nur ja, angenehm, auch gleichfalls. Komm an der Seite gehen. Kommen Sie mal mit, die ist also laut. Wir haben auch direkt Tacos gekauft. Ja, hallo. Hallo. Na, hallo. Ja, Grüße. Wurden Sie auch schon von einem Mann mit, der aus Sydney, in Sydney war, durch die Gegend gefahren? In Sydney? Nee. Nee, der war irgendwie in Sydney. Wir hatten nur so einen unfreundlichen Busfahrer gerade gehabt. Was? Der ist mir vor der Nase weggefahren. Oh nö, das tut mir aber leid. Was? Ich dachte, das tut mir leid. Was tut Ihnen leid? Ja, dass Ihnen der Busfahrer weggefahren ist. Ja. Ja, ich musste das Ganze in die Stadt laufen. Oh, Sie sind gelaufen. Ach du meine Güte. Ja, ich hab mir... dabei den Fuß verknackt. Aber oh nein, haben Sie, hier, wo ist das MD? Soll ich mal, ich rufe ja, mal eben. Der hat uns das gezeigt. Warte mal, wo waren das? Ja, das MD. Sie brauchen ein Hörgerät, oder? Ich brauche eine Brille. Ja, ich auch. Warte mal, ja. Gab's da keine Brillen? Nee, die haben alle ohne Sehstärke, die haben Sonnenbrillen. Ah. Sie haben aber eine schöne gelbe Jacke an. Da gab es so eine Brille, die war so groß, das hätte ja also so ein Monokel sein können. Ja, puck die Stubenfliege, sag ich auch immer. Ja, ist das ihr Puck da?
Nee, das ist, das ist die Sam, das ist nicht Buck. Hi. Guten Tag, die Sam. Ja, nur Sam. Ach so. Ist Sam oder Joy? Was jetzt? Naja, geht beides. Ihr habt jetzt so einen verdammt langen Namen, das kann man sich nicht merken. Einfach Sam sagen. Wie heißt sie denn, junges Fräulein? Samantha Joy Foster. Deswegen, aber niemand nennt mich Samantha. Ja, warum okay, wohl? Samantha. Bitte nicht. Okay, Frau Foster. Ja, das ist okay. Okay. Hallo, Frau Foster. Ich bin Frau Sanders. Frau Sanders, ich grüße Sie. Harper, mein Name. Was? Wer ist anders? Ja, Sie, Sanders. Ihr Name. Ich sag das nicht, ich bin Sanders. Ja, sag ich doch, Sanders. Wer sagt, ich bin nicht anders? Der Mann braucht dringend Hörgeräte. Die Frau braucht ein Hörgerät, Sam. Was? Die heißt doch Frau Forster. Ich glaube, ihr braucht beide eine Brille und ich glaube, ihr könntet beide einen Besuch irgendwie, ich weiß nicht, beim Ohrenarzt oder so. Bei diesem Meteorologen? Ja, genau, der das Wetter macht. Ja, zum Beispiel. Ja, aber der verkauft doch keine Hörgeräte. Ich will dir immer ein Klo runter. Was, die Hörgeräte oder den Typen vom Hörgerätladen? Ich brauche das nicht. Wie, sie brauchen das nicht? Ich höre doch gut in meinem Alter. Ja, das glaube ich nicht. Was Frau Sanders. Sie nicht? Wer ist anders? Ja, dass sie nicht gut hören. Verdammt nochmal. Ich muss hier schreien. Das geht voll auf die Stimme. Sie sind so anders. Nee, sie sind Sanders. Nicht ich. Ich gehe mal nochmal kurz da rein. Okay. Ich bin gleich wieder da. Ja, ja. Lauf nicht weg, bitte. Ihr seht nichts, ihr hört nichts. Bitte bleibt einfach hier. Ja, die sind ein sehr, sehr nettes, sprechendes, junges Fräulein. Ja, das ist ja auch. Eine ganz nette ist das. Ja. Bis gleich. Ja, jetzt ist sie. Ja, und jetzt? Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Ja, also ich bin der John Harper. Hallo. Guten Tag, Herr Harper. Ich bin die Frau Sanders. Ja, mit P, Harper. P. P wie prozentual pummelig. Generiert? Ja, ja, genau. Ah. Mit P, Frau, wir können. Sie sind sie auch ein bisschen jünger? Sie sind auch wahrscheinlich schon ein paar Semester älter, ne? Sagen Sie mal, Sie Pflege. Was erlauben Sie sich eigentlich? Ja, Sie haben schon graue Haare. Das hat auch ja, nicht Sie jeder. Sie haben gar keine Haare. Bitte? Ja. Was ja, haben Sie Wetter. Gesagt? Ja, das Wetter, das ist schön, das stimmt. Ja, ja, ich habe heute auch so ein bisschen Sonne abgekriegt. Das war schön auf dem Flug, aber der Milchshake war nicht so gut. Kann Sie kein, was hat das für ein Milchshake? Mit Barbecue drin oder was? Ja, auch mit Tabasco. Mit Tabasco? Ach du meine Güte. Ja, nee, das tut mir ja leid, dass Sie sowas essen müssen, trinken müssen. Sie wissen schon, was ich meine. Ja, wissen Sie, mein Enkelkind aus Mexiko hat mir den extra noch gemixt. Ach, Sie haben auch noch Enkel? Ja, ich habe auch mehrere Enkel. 8 Stück habe ich. Weil da waren sie ja fleißig. Naja, wieso ich denn? Was soll das denn jetzt heißen? Ich habe 2 Kinder. Ja, sehen Sie mal, war sie fleißig. Ja, und Sie so? Ja, was? Ja, waren sie auch fleißig, wenn Sie so schon so fragen. Also bitte. Ja, also Sie haben damit angefangen. Welche Themen reden Sie da mit mir? Sagen Sie mal, was sind Sie denn für ein Pflegel? Ich habe gedacht, alte Männer hier haben... Also, ich habe gedacht, die haben wenigstens ein bisschen Anstand, so wie der junge Herr, der gerade aus Sydney kam, in Sydney war, ja, und ja, entschuldigen Sie, wenn ich da jetzt mich falsch ausgedruckt hätte. Ich wollte nur fragen, ob Sie auch Familie haben. Haben Sie Telefax? Telefax? Nee, ich faxe nicht. Das wurde an der Universität bei uns abgeschafft. Achso, Sie schreiben taube, ja? Ja, ja, ich mache Briefe, ich schicke noch Briefe per Hand. Ah ja, ja, sehr gut. Sehr Guck mal, Eli, das ist die Frau Sanders. Wer ist anders? Was? Ja, Sie, Frau Sanders. Ja, was wollen Sie, Herr Hapfen? Nee, mit P, Harper. Ja, Karpfen. Nee, nix mit K. Karpfen. H. Ja, Herr Karpfen. Eli, helf mir mal, die versteht sich so schlecht. Also... Ja? Ich glaube, Sie haben Ihre Mütze nicht richtig auf. Harper?
Ja! Was haben wir gesagt, ich soll so rum aufziehen, damit ich was sehe? Ja! Sonst machen Sie mal, ihr schönes Westchen zu, sonst zieht's ihr noch an den Nieren. Richtig, da kriegt er noch eine Erkältung. Eli, macht ihm, knüpft ihm mal zu hier wieder. Wie sieht das aus? Haben Sie mal auf ihr Iris, ihr Klar, ihr wissen Sie schon, dieses mit diesem Leuchtoberfeld da steht auch so ein Grad Temperaturdings drauf. Es hat 16! 16! Was, Ihr Enkel ist 16? Was leuchtet? Ja, wenn Sie hier, das hat doch hier jeder moderne Hip-Jojo-Mensch. Wissen Sie, dieses da zum Anrufen, früher gab es da Wählscheibe das, drauf. Das Handy. Ja, das ja. Hundi. Nicht Hundi, das bellt nicht. Wo ist Handy. Hier ein Hund? Was? Wie die Hand mit einem I dahinter. Hund? Hand mit I, Handy. Hand-I. Ja, nur zusammen ausgesprochen, Handy. Handy. Ja, genau. Haben Sie 5 davon? Ja, nee, ich habe da 1 von, wieso? Jetzt, Sie sagen doch Hand. Ja, ich. Aber müsst ihr da nicht 2 haben? Sie haben Hundi gesagt. Hätte nur 2 Hände. Vielleicht hat er ja auch 20, oder es sei denn, ihm fehlt schon ein C oder so. Vielleicht ist er ja in der Alaska-Expedition abgefroren oder so. Oh, Eli, du bist ein Handy-Dealer neuerdings. Als Nebenerwerb. Wissen Sie, auf jeden Fall, da steht 16 mit so einer Wolke und so. Was, wo ist eine Wolke? Ach so. Ja, das scheint irgendein europäisches Handy zu sein oder so, dieses Idioteneinheiten. Da Celsius. Ist das auch Professor Celsius? Von der Uni bei mir gewesen? Nee. Ich kenne bloß Einstein. Ja, das war ein kluger Mensch. Ja, schade, ja. Dass der letztes Jahr gestorben ist. Ja, wirklich schade, ne? Ja. War schon guter. Ja, war richtig geil. Der hatte mal was auf dem Kasten. Ja. Genau, der Kasten hat da irgendwas gerechnet. Mit dem Kasten war das, Eli, ne? Der konnte irgendwie so ein Viereck ermitteln. Ein Viereck. Sagen Sie mal, Frau Sanders. Wer ist anders? Frau Sanders! Was? Sie haben da! Sie vielleicht einen Vornamen? Nein, schreien Sie nicht so! Also, habe ich jetzt geschrien oder was? Also, ja, schon, aber. Verdammt. Entschuldigung! Wenn ich schon wieder geschrien habe. Oh Gott. Komm. Wollen wir vielleicht mal, also Telefonnummern und so, Frau Sanders? Was? Dann kann ich mal gucken, ob ich für Sie ein Hörgerät besorgen kann. Oh ja. Was? Ein Hörgerät! Ah ja. Ja, nee, ich spül dir mal das Klo runter. Warum spülen Sie dir das Klo runter? Ich brauch das nicht. Ich spül doch rum. Sicher? Ja, also bitte. Ich meine. Ich jetzt werd mal nicht frech zu der Dame. Mein Alter. Ja, hallo? Kommen Sie erst mal in mein Alter, damals als die Holzschuhe noch aus Gummi waren. Naja, aber dann wären es doch Gummischuhe, oder? Sagen Sie mal, wollen Sie jetzt eine alte Frau verbessern? Ja, genau. Entschuldige dich gefälligst bei der Dame. Kein Respekt mehr, die Jugend. Naja, ja, schlimm, ne? Schon, aber. Nicht so wie der Herr, der auch in Sydney war. Der Herr, der in Sydney. Wer ist denn der Herr, der in Sydney war? Er hat mich mitgenommen in sein Auto. Sie sind bei jemandem Fremden ins Auto gestiegen? Er war nett. Das können Sie doch nicht machen, einfach irgendwo einsteigen. Sie müssen auf sich aufpassen, Frau Sanders. Was? Aufpassen! Ja, es regnet heute vielleicht noch. Ja. 16 Grad kann Frau, da schon mal passieren. Frau Sanders. Ja? Frau Sanders, ich würde Ihnen gerne helfen. Kann ich Ihnen mal Ihre Telefonnummer abluchsen? Ah, ja, natürlich. Warten Sie, meine Verbindungsnummer. Ja, man muss ja zusammenhalten im Alter, ne? Ja, das stimmt. Heutzutage, ne, die jungen Hüpfer, die rennen an einem vorbei und grüßen einen nicht mehr, ne? Und die waren, also... Ach so, Sam ist drinne. Irgendwas. Nette Menschen. Ich gehe mal nach Sam gucken. Ich bin gleich wieder. Ja. Also, wie ist denn der Name? Sanders. Ja. Haben Sie auch einen Vornamen? Amelia. 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 Mit Chimelia. Okay, das schreibe ich mir rein. Camelia. Ja, ach, Camelia. Sanders, ja.
Ja, haben Sie ein Telefon? Ja, Telefonnummer. Ja? Ja. Hab ich. Ja, ja. Ja? Ja. Ja, dann haben Sie die ja schon. Nee, Sie müssen mir die sagen. Ach so. Ja, 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 ich brauch die Zahlen. Also da sind Dreier und Siebener. Ja, ja, aber ich brauch die Reihenfolge. Von vorne nach Ach hinten. So. Von links von nach rechts, bitte. Von vorne? Nee, andersrum. Ach so, ja, ja. Ja. Eins. Ja. Drei. Ja. Drei. War das jetzt ein oder zwei Dreien? Drei. Wie viele Dreien haben Sie denn da jetzt drinne? Drei. Drei Dreien? Ja, ja. Ja, hintereinander. Ja. Ja, okay, hab ich. Und weiter? Achso, ja. Ich bin kurz eingenickt. Sieben. Ja. Eins. Ja. Drei. Ja, ich wiederhole nochmal, ja? Ja. Ja, also eins. Ja. Drei. Ja. Drei. Ja. Und wie viele Dreien hatte ich denn jetzt schon? Ja. Nee, wie viele hatte ich? Jetzt bin ich total durcheinander. Ich fang nochmal. Ich hab nicht mitgezählt. Ich fang nochmal von vorne an, ja? Hallo, Herr. Hallo? Ja. Ich bin die Frau Sanders und Sie. Ja, Herr Harper. Ja, schön, Sie kennenzulernen, Herr Hafen. Nee. Mit P. Harper. P. Harper. P. P. Gucken Sie mich nicht an, Sie Pflege. Ja, Sie wollten doch. Ach, Sie machen mich vollkommen fertig, Frau Sanders. Ja, natürlich. Warten Sie mal, ich schicke Ihnen mal eine Gudrun rüber. Was? Eine Nachricht. Ach so. Schauen Sie mal, ist das angekommen? Ja, es hat... Muss ich jetzt Brotkrumen streuen? Nee, Sie müssen einfach die Telefonnummer, die da steht, bei sich einspeichern. Ich kann Ihnen die auch durchsagen, wenn Ihnen das hilft. Was? Ja, ich kann Ihnen die Nummer auch sagen. Ich, dieses neumodische... Ja, ja, ich weiß genau, was Sie meinen. Katastrophe. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Oh. Wie war Ihr Name? Harper. H-A-R-P-E-R. Harper. Ja, ja, ja. Harper. Nee, nur mit einem P. Mehr R und weniger P. Harper. Ja, ja, Harper. Harper. Ja, ja, genau. Harper. Ja, ja. Ah, ja, ja. John mit Vornamen. Doppel-J, okay. Nee, mit H. Ein Moment. Ja, ja. Kenne ich. Mal zwischendurch entspannt, ne? Das ist wichtig. Ja, ich hab mein Telefon, das nicht. Damals, als ich mit der Wählscheibe unterwegs bin, war so viel. Ja, ich sag Ihnen das mit dem Telegramm und so. Telegraph. Ach, das waren noch Zeiten, ne? Ich glaube, ich. Soll ich ihn sonst noch mal irgendwie... Ich setze mich kurz mal auf die Parkbank da und dann ich bin nicht sofort wieder... Ja, ja, machen Sie mal in Ruhe. Ich bleib hier. Ich laufe Ihnen nicht weg. Ja, Frau Sanders. Er ist anders. Ja, alles gut. Thomas ist anders. Ja, ja, von denen habe ich auch schon gehört. Ja, mit den Tigern, ne? Ja, ja, genau. Dieser weiße Tiger, der dir ins Gesicht gebissen hat. Das war ich aber nicht. Oh nein, ey. Kann nicht mehr.